Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Primal. Wieder zusammen mit Zerschmetterling und Exhumed. Und dann schauen wir mal, ob wir heute die Primal Queen zur Strecke bringen können. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Na, ich habe jetzt sowohl 3 Schuss, Backschuss 12, aber gut, dann nehme ich dafür nicht für einen T-Rex. Und dann werde ich die 50 Schuss dann. Ich meine, du zu viel werden wir nicht brauchen. Ich kann dir noch ein Dings, ich kann dir noch 4 Pfeile für einen Compound-Bogen geben. Den habe ich ja nicht. Achso, einen Bogen könnt ihr dir auch noch geben. Dazu. Ja, nee, hab keinen Platz mehr. Ne? Okay. Da. Dann muss ich ja andere Sachen ablegen. Na, der das hat. Also ich nicht. Ich hab's auch nicht. Tja. Also, geht ja auf die Türme. Bei wem dann, wo die Aufgabe verbleibt? Ich garantiere für mich. Ja, vielleicht spawnt sie ja direkt neben dir, wie es mir mal passiert ist. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, dann Primal Queen. Na, dann schauen wir sie mal an. Alter Vater. Der ganze Bildschirm war klar. Ja, unglaublich. Aber wo ist er? Ja, das ist die gute Frage. Ach, da hinten, beim Radio Tower Atom. Steht. Die sieht schon schick aus. 792 bis 7500. Ein bisschen kleiner. Ja. Schaut schon mit die Hufe auf alle Fälle. Ja. Oh. Jetzt stapft so ein Reißer Maul auf. Das war nix. Hallo. Steht direkt. Oh, ja, da war ich. Dachte schon gerade, die pflückt mich vom Turm. Ich stand hier gerade unten am Eingang. Nee, das schafft sie nicht. Aber ich stand ja unten gerade noch. Den haben sie waghalsig. Wenn so stehen bleiben würde. Aber nein, macht man nicht. Ich habe gerade genau ins Auge geschossen. Deswegen läuft es in die falsche Richtung. Diese blind. Das kann sein, ja. Na gut, jetzt greifst du wieder irgendwas. Schmetterlinge. Durch einen Hintereingang könnte ich jetzt reinschießen. Nee, das macht Lust, das macht dann komische Geräusche. Wenn die Munition unterschluckt. Ich geh mal. Meine Atomruhe. Mein Nacken kann auch nicht schaden. Nicht lecker. Verpisst die sich. Ja, so Schwein, komm her. Das Köpfchen sollst du noch ein bisschen heben, dann wär's gut. Das war oh, ein Knapp jetzt. Mann, ist hier tot. Wenn die hier langläuft, der stampft der Po. Was tut die?
jetzt nicht drauf schießen. Wenn die jetzt verreckt, ist sie im Meer. Scheiße. Was? Was ist los? Oh, ich bin ab. Oh. Ich bin vom Turm gefallen. Das macht ja nichts. Schaden nimmst du ja nicht. Einfach hier hoch. Down. Sehr schön. Schaden nimmst du ja keinen, sagt er zu mir. Ich spring vom Turm und was passiert? Wenn du jetzt auf dem Sockel landest, nicht, wirst du wahrscheinlich im Gras gelandet. Ne? Ich weiß es nicht. Denke ich, ach, ich nehme ja keinen Schaden, springe ich mal vom Turm, habe ich mir gerade gedacht. Nee, machst du auch normalerweise nicht, wenn man richtig runterspringt. Ja gut, aber es hat mir nichts abgezogen. Lass uns mal einen Screenshot machen, wenn wir alle davor stehen. Vor der Prime Queen. Bisschen dichter zusammenrücken. Gut so. Du bist ein bisschen ein Stück nach hinten noch. Daddy, glaube ich. Nach hinten? Ja. So? Ah, schwierig mit der Kamera. Ja, so ungefähr. Okay. Na dann. Also die Zähnchen. Der scannt ein. Weiß nicht. Ich habe ja schon genug gekillt. Ich brauch's da, nicht. Jetzt stehe ich so vor und jetzt noch so der letzte Todeszucker. Schnapp. Scheiße. Ach, ich mach okay. Ach, für Eddie. So. Eddie, du bist ja wieder der Held hier. Ganz alleine erlegt. Ganz toll, ja, ganz toll. Das sieht wahrscheinlich mit. Aber man sieht schon den Unterschied bei dem Dinosaurier von der Qualität, die sie dem modelliert haben und so, und den Shader gegenüber den anderen. Sieht irgendwie noch schon cooler aus. Ein Glanzeffekt. So, Endro-Potlight-Signal, danke. Verwenden Sie das, um sicherzustellen, dass der nächste Pionier einen guten Start auf Primal Eden bekommt. Falls man jeweils so etwas wie einen guten Start auf diesen gottverlassenen Planeten haben kann. Ich bin nicht verantwortlich für Übersetzung. Obwohl ich daran mitgearbeitet habe. Ja, und da ist jetzt quasi nur ein Drop-Pod drin, oder? Genau. Ja, sobald du es jetzt zum dritten Mal hast, ist nur noch Drop-Pod drin. Im zweiten Mal hast du dann halt noch eine Waffe. Und beim ersten Mal. Und wo bekommt man das Organ her? Das bekommst du von den goldenen Abschuss-T-Rex. Also, vom schwarzen männlichen T-Rex. Jetzt auch, okay. Aber auch nur vom männlichen. Ja, hat ja schön geklappt. Kann man ja. Dank der Türme. Pilz. Ja, ich glaube ohne Türme, ich muss mal gucken, ob ich da mal irgendwo einen finde, der das ohne Turm schafft, alleine, im Alleingang. Das geht. Ich kenne jemanden, wo das kann. Ich meine, du kannst natürlich ein paar Sachen wieder zu Vorteil ausnutzen. Es gibt ja hier überall diese Steine, die größeren. Wenn du dich darauf stellst, dann darf man natürlich nicht stehen bleiben, aber du kannst halt, wenn du draufstehst, halt den T-Rex platt machen. Zum Beispiel hier auf dem hier würde es so halbwegs gehen, der ist ein bisschen zu klein geraten. Wir hatten es ja mal in einer Folge probiert hier bei den Radio Tower.
Das funktioniert auch bei dem. Wenn du immer auf dem Sockel bleibst, dann merkt die KI nicht genau, wo du stehst und läuft dann an dir vorbei. Okay. Nur wenn man halt so zweit rumballert, so ich mit Robin letztens, wo wir das mal getestet haben, dann nimmt er halt trotzdem mal einen und ins Visier. Aber so wie du halt auf irgendeinem Objekt stehst, weiß der Rex halt nicht mehr, wo du bist. Erkennst halt daran, dass er an dir vorbeiläuft und mal guckt. Vorne sind Triceratops. Oh, hier ist nochmal eine Direktspur. Genau in die Richtung. Also, bevor ich die 50er hatte, hatte ich das Kampfgewehr. Also die Spur zeigt das in Richtung Cape Trihorn an. Wieso das denn? Das Komisch. kann eigentlich nicht sein. Kann auch nicht, aber ist aber so. Von den Körnern so, ja. Der ist hier links im Wald, glaube ich. Ein Weibchen, 6 bis 6,1. Hier ist noch eine Spur. Ja, einen Schuss habe ich noch. Naja. Dann schmeißt sie mal die Waffe an den Kopf. Kann man mit 29 schon die Muni für die kaufen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Weil Kannst du mal nachgucken im Guide, dann steht es drin. ja, vielleicht bevor ich sterbe. Weil bei der 50er ist ja auch so. Ach, da hinten, ich sehe. Da hinten steht da. Gerade gedacht, der T-Rex ist, der Trixie ist ein Rex. Weiblich 5,8 bis 5,9. Das ist aber gut, nochmal haben wir. Warum ist das ein Antwort? Weil die Spur eigentlich höher war von der Nein. Gewicht. Mm-mm. Bei mir zumindest Die hat Spur er war bei gesagt mir höher. auf 5,8 bis Also 6 da hinten im Sekunden. Freien steht auch einer, oder? Auf dem freien Ja, Feld. Ist das der? genau. Aber einen höre ich doch von hinter uns. Ja, ich glaube, da sind zwei. Ja, wir haben zwei hier. Hinter dem Hügel hier vorne. Da ist Ich dann habe auch ihn noch einer. verkauft. Dann müssen wir gleich zwei T-Rex platt machen. Einer ist rechts unten in der Senke und einer hier links hinter dem Hügel, glaube ich. Ja, genau. Hier vorne die der große Hügel links hier. Also da hinten der, oder? Da. Naja, das ist der eine und da links von ist noch einer. Den kann man aber nicht Hinter dem sehen, Hügel oder? da. Nee. Da müssten wir oben auf dem Hügel drauf gehen. Wer hat hier den Dings erschossen? Das war ich. Stand im Weg. Okay. Da ist eine Spur wieder. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach links zu gucken. Ja, der kommt hier. Da kommt er. Ach Junge. Wo rennt er denn hin? Ach. Zu dir, der letzte, der geschossen hat. Down. So langsam wieder da rumsteht zu stehen, ohne zu machen. Ein Scan. Jetzt kommt da eine von. Ja. Oh, ich bin gelevelt up. Also wenn ich bei dem jetzt sterbe, kann ich neue Muni kaufen. Da ist er schon.
Was haben die Viecher gegen mich? Charge hier ging. Ach, der jetzt? War. Fällt ja noch um oder was? Oder war Eddie jetzt? Ich glaube, ne? Ja, ich habe aber nur mit der Backshot drauf geschossen. Ja, wahrscheinlich hat es gereicht so. Ach nee, Leute. 3-4 Mal oder können die auch nicht. Das ist echt komisch. Also, Munition. Ich komme. Das ist sehr schön. So, genau, jetzt. Und jetzt müssten wir dem das Köpfchen anheben können, dann wird das ein richtig geiles Bild geben. Ja, da hatten wir heute schon so einige T-Rex, ne? Ich schau mir ins Auge, Kleiner. Also Eddie in meiner Leiche ist drinne. In deiner Leiche? Ist Munition drin. Oh, sehr schön. Oh, wunderbar. Vielen Dank. Kein Problem. Der liegt direkt auf deiner Leiche, jetzt fällt mir das erst auf. Ja. Na dann, scan mal ein, Eddie. Ich denke mal, der war für dich gewesen. Jo. 80% des Stammschadens habe ich gemacht. Weltenbescheuer. Warte, ich muss meine Leiche verstecken. Wieso? Ich mache uns von hinten. Aber das. Nein, machen wir nicht. Wir machen uns nicht von hinten. Nee. Das ist uncool. Oh Gott. Wieso kann ich nicht weiter raus zoomen? Weil das nicht geht. Ist echt schade. Egal, dann nehme ich so. Schaut's mal in die Richtung, wo die Sonne ist. Ein bisschen links. Ja, so ist gut. Kopf nach oben. Prima. Dann habe nur ich quasi als Lady euch den Rücken zugedreht. War besser die Sonne drauf von der anderen Seite. So, dann gucken wir mal Abschussstatistik. Oh, jetzt bin ich wieder arm. Jetzt habe ich wieder nur noch 300.000. Oh, ein Rundemitleid.
Man muss sich für das Sachen töten 6. gehen. Ah, dafür bin ich auch dreimal gestorben. Ich habe 18. Vor allem, du hast mit 18 fast genauso viel Score wie ich mit 23. Ach, da kannst du mal sehen, wer es gehört, oder? Ja, und mit dieser Statistik verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei.